und Schild. Und heute machen wir weiter mit der Arena-Challenge in Passbeck. Und zwar geht es weiter mit der nächsten Arena. Das müsste eigentlich mittlerweile die vierte oder fünfte Arena sein. Ich weiß gerade jetzt aktuell auch nicht, was wir in der letzten Folge gemacht haben, da jetzt mittlerweile auch schon gut anderthalb Wochen her sind. So, das haben wir erkundet. Das ist, glaube ich, war der Stand. Die habe ich nicht ein bisschen umgeguckt gehabt. Also, erstmal mein Team heilen. Und da ich sehr wahrscheinlich mit Ragnatoll angreifen werde, ist das klar. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie mein Team mit aussehen soll, aber es ist ja doch, glaube ich, weiß ich es. So, dann nehme ich das mal raus. Klatsch, weg. So, okay. Okay, dann geht's jetzt weiter. Ja, wie gesagt, nächste Arena-Challenge ist jetzt hier. Nächste Teil der Arena-Challenge ist in Passbeck. Hier geht es nämlich jetzt weiter mit der nächsten Arena. So, jetzt haben wir mein Handy auf lautlos, sonst nicht stört. So, auf geht's. Hey, ich bin's, Balwin. Dann wird es aber schwer aus. Moment, da habe ich ja genau den richtigen Ball für dich. Hier, bitte sehr. Ein Schwerball, den wir jetzt kriegen. Genau, für Pokémon vom Körpergewicht, wie zum Beispiel Relaxo, ist damit relativ einfach zu fangen. Ich glaube, da geht es auch heute in einer Tour zu nur rum. Das müssen wir uns auch noch fangen irgendwann. So. Ich trainiere mein Team, während ich für der Arena-Challenge widme. Vielleicht sollte ich über Pokémon aus meinem Team auswechseln. Ja, das müssen wir auch noch einmal tun. Heute bist du ganz mit dem Weg bis auf den Passbeck gekommen. Jetzt musst du einfach gewinnen. Witzig. Okay, was ist mit dir? Es gibt viele Arena-Challenger, die nach einer Weile das Handtuch geworfen haben. Geh niemals auf, hörst du? Ja, das weiß es auch noch Cabo. Da fährt durch eine Arena und die wollen nicht sprechen. Okay, dann geht's heute los mit der nächsten Arena. Hallo Challenger, willst du euch an unserer Arena-Mission versuchen? Ja? Alles klar, dann geht am besten gleich in die Umkleide und zieh dir deine Uniform an. Danach kannst du direkt zum Raum weiter, in dem die Arena-Mission abgehalten wird. Ja, diese Arena ist im Gegensatz zu Pokémon Schwert. Nee, Schild. Vom Typ Kampf. Im Schild war es ja Geist. Und hier ist es die vom Typ. Erster Pokémon vorne. Das solltest du doch ein bisschen einfacher machen. Und das ist die Arena. Der Aufbau ist dieselbe. Also beziehungsweise die Arena-Mission ist dieselbe. Es geht wieder um diese Wagen vom Jahrmarkt und alles, wo man noch an dieser Typen mit einem Mal hat. So. Wenn du möchtest, erkläre ich dir kurz die Regeln der hiesigen Arena-Mission. Die Mission von Passbeck ist das alte Vergnügen. Naja, zumindest ist es ein Spiel von einem Vergnügungspark. Die Regeln sind ganz einfach. Schleichst in diese Taste ein und versuchst sie zum Ziel zu steuern. Auf dem Weg dahin musst du allerdings allen möglichen Hindernissen ausweichen. Ich lese dir am besten ein paar Passagen aus dem Handbuch des Fahrgeschäfts vor. Wenn du den Kontrollstick und Uhrzeigersinn rotierst, dreht sich die Taste rechts herum. Und wenn du sie links herum drehst, schlägt auf die Taste diese Richtung ein. Solltest du mit einer Wand zusammenstoßen, kannst du dich durch geschicktes Rotieren wieder von dir entfernen und kurz auf das Ziel nehmen. Mit ein bisschen Übung hast du im Dreh bestimmt bald raus. Und ja, dann viel Erfolg. So. Über der Aufbau der Arena ist derselbe. Also wieder der Weg ist auch derselbe. So, dann haben wir die erste Hürde schon mal hinter uns. Jetzt dürfen wir zum zweiten Taste laufen. Haben aber diesen Trainer hier vor uns. Ja, ist ja nicht total schwindig. Kannst du so überhaupt kämpfen? Hm. Arena-Trainer da, Trainer Daniel. Natürlich fängt er wieder mit dem los. Ja, und damit hätten wir das Thema mit Ragnatoll auch schon erledigt. Ich nehme erstmal deinen Angriffswert ein bisschen runter.
Du kommst mit Silberblick. Das bringt ja nichts, weil du physisch nicht angreifen kannst. So. Erstmal das Pokémon verbrennen. Ich kann leider nichts machen gerade. Doch, ich kann den Kampf halt ergreifen. Doch, ich könnte hier ruhig was machen. Du rennst somit weiter mit Silberblick drauf. Initiative noch ein bisschen was runter. Und die Verbrennung schläft an. So. Und weiter geht's mit der Falsche nochmal. Ich glaube, auch ganz toll, haben wir in der vorletzten Folge entwickelt. Kostos. So. Weiter mit. So, dann spielen wir das gleiche Spiel mit ihm auch nochmal. Wirbler. Das ist der Verkehr, ne? Nein, ja, doch. Gut, damit tauschen wir die Fähigkeiten. Weil damit nochmal Irrlicht. Und jetzt muss ich tauschen, weil sonst. Ich habe reicht. Na gut, ja, doch. Würde aus dem. Habe ich eine physische Attacke, das heißt. Das würde eh nichts bringen. Aber wir wechseln mal aus. So, Duflo soll sich ja immer zum Bilder weiterentwickeln. Da muss ich auf jeden Fall nochmal ran. Und setze das auch nochmal ein. Ich muss mal tatsächlich mal gucken, wie ich mein Team aufbauen wollte. Wie gesagt, ich bin hier. Und mit der Reihe raus wieder gewesen. Dann haben wir schon Wochenende aufgenommen. Ich glaube, Folge 9 oder 8 war sonst die letzte Folge, die rauskam davor schon damals aufgenommen. Jetzt sind wir mittlerweile bei Folge 21. So, dann Samenbomben drauf. Und die werde ich gucken den Ball noch mit. Gut, okay, dann weiß ich Bescheid. Und dann gehen wir noch mit Mundgewalt. Und das müsste eigentlich den Typen sehr fix sein. Ja. Wir müssen nie warten, bis wir die Bilder irgendwann weiterentwickeln. Oder die Kurve weiterentwickeln, bis wir das Fahrrad haben. Das ist schon ein Fahrrad. Dann können wir nämlich laufen, die eine Insel da kümmern und dann ist das Team gut. Also, es kann dann Schlag auf Schlag gehen. Ich habe sogar zwei Teams hier. Und jetzt gibt es die Weiterentwicklung tatsächlich von. Leclion, so ein Tellion. Und da ist ja, die volle Entwicklung unseres Starters. Und du möchtest eine Attacke lernen, und zwar Präzisionsschuss. Oh, Präzisionsschuss, es hat eine Stärke von 80 und hat eine Genauigkeit von 100. Na gut, dann nehme ich Aquaknarre raus. Beide sind speziell. Und damit. Ja, vorne. Gut. Dann muss ich mal mein Team und kurz ein bisschen. Ich will den Kischop lernen, ne? Ist auf meinen vorne Pott bei. Soll ich ja doch alles einrollen rausnehmen können. So. So. Und Superkrank. Ich habe auch keine Ahnung, was mich gerade erwartet in der Arena. Ich weiß ein Pokémon von mir. Kappen. Und Teil 2? Ne. Also, Fehler. Halt doch. So, hopp. Nein, ich komme nicht hoch.
So, dann müssen wir jetzt auf dem richtigen Weg sein, natürlich. Ja, sind wir. Perfekt. Gut. Dann geht's weiter mit dieser Trainerin hier. Na, was sagst du zu dieser Arena-Mission? Wieder ein Versuchspack, oder? Na gut. Arena-Trainerin Kathleen. Die findest du einen Korrentan. Ist ja auch ein Kampf, damit sollte das eigentlich so, das kann wahrscheinlich auch Wirbler, ne? So, fangen das ganze Spielchen nochmal an, den Kampf-Pokémon sollte, ja, ich glaube, Kampf-Pokémon sollte zumindest erstmal die, Felsifest hat, glaube ich, kein Zurückstecken, ne? Ich glaube, es verhindert das Zurückstecken, ich weiß es aber nicht mehr genau. So. Gut. Dann haben wir das erstmal ein bisschen den Angriffswert runtergepusht. Und das schlägt sich schon tatsächlich da ein bisschen nieder. So, fast weg. Kann ja ein Volltreffer gewesen sein, oder? Ne, keiner. Ja, fast. Und dann geht's zum Sandgrab. Dieser brennt da an den Kragen und damit war es auch schon. Ja, mehr als die Momente hatte sie. Diese Folge werden wir immer denen die Dings machen. Nein, für die andere Richtung. Schlagen. Das ist einfacher. Weil ich muss da rechts daneben quasi. Ah, fuck you. Das war natürlich nicht schnell genug. Aber da rüber kommen, dann ist das der richtige Weg. Das gleiche Spiel wie mit dem Geist-Pokémon haben wir auch hier. Ja, das ist immer richtig. Und das sollte es sein. Klack. Und dann gleich. Dürfte diese Arena-Mission jetzt auch bestanden sein. Ich glaube, ein Trainer dürfte noch kommen. Ja. So, dieser Herr hier. Unsere Aufgabe ist es, alle unvorsichtigen Arena-Trainer zu besiegen. Na gut, das ist ja nicht passiert. So, ja. Rory mit einem Spiel. Du kannst hoffentlich nichts entgegensetzen. So, gleiche Spiel nochmal mit. Ja, gegen doppelte Kraft machen. Also doppelte komme ich durch. Ich habe jetzt ein Feuer-Pokémon, eine Geist-Pokémon an den Anfang gesetzt. Verbrennung leidet an Angriffswert noch ein bisschen und weiter geht's mit Doppelkick oder versucht es zumindest. Kommen wir ein bisschen durch. Ich glaube, kein Doktor dabei war. Auf jeden Fall die Arena-Leitung 1. Kann auch sein. Und weiter Doppelkick. Kick hier. Also Funking, Turmkick. Also Energiefokus oder sowas. Dann kommt er natürlich nicht durch. Die anderen beiden. Ich verfüge einen Schaden zu, wenn er nicht trifft. So, 36, 35 Alterteil und du, Flor. Ach nee, du hast einen Aufschein dabei. Okay. Ah. So, wo wir das machen mit Talion. Talion. So, noch mal. Level 33. Ich habe bestimmt eine Möglichkeit, irgendwas zu machen mit Donnerschlag oder so. Okay, ich hätte noch voll lassen können.
Sachen gehen wir vor. Plötzlich Jojo. Du bleibst bei Tempo Heat. Ich glaube, der Erstschlagattacke ist das. Und weg ist es. So, das war's. Auch dieser Herr hier kommt nicht gegen uns an. Und damit dürfen wir tatsächlich jetzt auch endlich die Arena-Terrorin auffordern. Und uns in unseren nächsten Orden holen. Ja, ich vermute, das ist der vierte oder fünfte. Also der fünfte ist. Fee sein, siebte müsste Unlicht und acht müsste Drachen sein. Also bin ich müsste das der Fünfte sein. So, jedenfalls steht uns jetzt Cider, glaube ich, heißt sie, gegenüber. Und da ist die gute. Willkommen, Arena Challenger. Ich bin Cider. Wird dein Herz unterhalten, egal wie sehr deine Pokémon durch meinen Attack ins Wanken geraten, beweise mir, dass du das Herz eines wahren Kriegers hast. So. Ich erwarte nicht, dass es einfach wird. Weil wir tatsächlich von den Typen her nichts Effektives haben. Jedenfalls fällt sie mit dem Kapoeira an. Und damit haben wir tatsächlich ziemlich lange mal vier Entwicklungen von Rapsbaus gegeben. Drei hat ja Kapoeira noch von uns. So, fangen wir auf jeden Fall mal an. Und wir spielen das Ganze natürlich, was wir auch schon in der Arena-Mission gespielt haben, auch hier. Und zwar mit Irrlicht als erstes. Um, wie gesagt, zumindest mal den Angriff zu senken und ein bisschen Schaden zu machen. Eine Vergeltung bringt überhaupt nicht. So, dann spielen wir das Ganze natürlich schon mal mit Pampalzer. Dreifach-Kick. Auch das bringt dir überhaupt nichts. Ich hoffe, dann genauso wie normal, dass man den Geist nicht durch. Naja. So, nächste. Ich hoffe, dass die. Was ich zu wissen, ist mal Vergeltung. Das bringt ja nur nichts. Ja, dann können wir das letzte Spiel beenden. Ich bin doch fruchtig, okay? Aber auch das bringt nichts, aber dieses Capoeira quasi. So, erste Pokémon jedenfalls schon mal down. Ich glaube, gibt es drei. Vicriodo mit der Antikraft. Können wir einen theoretisch beibringen? Ist nicht kein Team mit mir. Ich habe ein anderes Pokémon, zu sein, eines Eis-Pokémon aufgebaut. Sagen wir so wie anderes. Elektro-Pokémon. So, jetzt kommt tatsächlich ein Pokémon, das ein bisschen gefährlich werden kann. Ich habe keinen Fehler gemacht. Also ein Pandago ist nämlich ein Englisch-Pokémon. Das heißt, mit Geist habe ich da nicht meine Schwierigkeiten. Ich muss tatsächlich aber toll entwickeln, weil ich habe nichts Effektives. Noch nicht. So, Nachtgeben-Mittel ist mir eigentlich nicht so klar. Das geht, sollte eigentlich gegen mich gehen. Und ich sag ja, dieses. So, ich frage jetzt, machen wir jetzt. Jetzt den Sehenskrieg drauf. Wir sehen das nochmal. Aber wir fangen ja ein bisschen schneller als das. Okay, ich muss ein bisschen erstmal den Panda-Gro vorbei. Du passt. Kraft gut. So. Sollte passen. Wenn ich Glück habe, nochmal. Das ist eine Initiative gesteigert hat, sieht es nicht. Damit ist der Kraft des Glück und so. Weil ich das Panda-Gro noch. K.O. geht. In der Leon. 31 FM. So, Lauchzimmer. Okay. Lauchzimmer. Hat der eigentlich Angst vor ihrem letzten? Oh, das ist effektiv. Auf die nächsten Arena habe ich noch. Das könnte ich aber auch nicht. Das wäre nicht so viel. Ich erinnere mich zu Käse. Da konnte ich mir gerade nicht drauf. So, ehrlich. Scanner. Ja. Ich nicht so nicht, ja. Unnötige Attacke, weil es einfach den Fall wird.
unvermeidbare Ende mehr oder weniger rauszögert. Ach, das ist nicht so lang. So, dann muss ich dich nicht. Ja, vielleicht ist ein bisschen differenter vorhin. So, wenn ich so weit gesehen habe, dass ich nochmal angreifen kann, dann ist es wirklich, das hört sich nicht an, als es da war. Ansonsten kann ich das gleich wieder Waffe gehen. Komm, jawohl. Tschüss, stopp zu machen. So, letztes Pokémon. Sein Macho mal. Das wird tatsächlich auch ihr. Komm schon, Steinhagel. Nicht gleich. Das sind wir trotzdem gut hier. Ziehen quasi mal eine Runde weg von seinem Gegner. Ich glaube nicht, dass ich schnell genug bin, um eine Paralyse durchzuziehen. Aber es geht ja nicht. Ich hab keine. Ah, was will man denn noch bieten? Metallkopf. Okay, Metallkopf halte ich mal. Ja, das ist ein super Team. Super Team, echt mal toll. Ich versuche es irgendwie reinzukriegen. Durchzukriegen. Ich werde den Pokémon vorbei. So. Kann bestimmt irgendwas, was uns irgendwie tut. Giga Fokus schlagen. Ja, das ist mir halt nicht egal, wie gesagt, dadurch, dass ich das nicht wieder nicht. Weil ich versuche, jetzt dann auf Zeit zu spielen. Rein und danach entfallen und fort. Dann habe ich zum nächsten Mal zwar drei Downs, aber herzlich egal ist. Aber ich hätte natürlich meinen Kleinen jetzt noch. Und da muss ich vorbei. So, gut, okay. Wir haben noch eine Runde. Das habe ich ein bisschen gelassen. Damit ist es auch weiter jetzt gegeben. Irgendwas muss ich versuchen zu machen. Feinroll, Giftschock, Flammrad, Gefährverbindung. Ich glaube nicht, dass Giftschock. Ich bin jetzt noch ein bisschen schneller als das. Keine Ahnung, das heißt, es wäre verratet, ja, glaube ich, wenn ich nicht habe. So, ich gewinne noch mal rum. So, dann muss ich nach Momai zumindest die große Gefahr schon mal raus. So, stärker wäre es gewesen. So, dann gehen wir mal. So, ich kann versuchen, ich kann auch ziehen gehen.
aber echt mal Fox ziehen. So, jetzt also mal die Vergiftung reinhauen. Die ist sowieso nach einer gewissen Zeit weg. Dann rummelt sie dann mit die nicht stärker. So, nur noch Mondgewand. Klar gehe ich jetzt wieder noch in der Taktik raus, und zwar durch die Rollen. So, okay. Wir sind auf dem Tillion und zuletzt versuche ich das auch mal toll reinzuhauen. So, dann gezielt auf Positionsschutz. Ich will das auch immer toll maximal auf Dynamax geben. So. Tschüss. Oder? Ja. So, wenn ich das Glück habe, reicht sogar das mit der Vergiftung. Ich glaube, ich brauche aber noch eine Runde, oder? Das reicht sogar. Gut. Dann ist das Kettin und dann muss das Thema gelöst werden. Hier ein Wachschlag, egal. So, das macht jetzt auch nicht so weit. Ja, das ist unser. Ich konnte den Kampfgeist seiner Pokémon deutlich spüren. Ich danke dir für diesen Kampf. In der Schlagabtausch habe ich einiges gelehrt. Überraschenderweise hat der Kampf gegen dich mein Herz regelrecht zum Tanzen gebracht. Dabei weiß ich, wie wichtig es ist, als Kriegerin die Fassung zu wahren. Aber genauso wichtig ist es wohl zuzulassen, dass der Kampf das Herzblut berührt. Diese Einsicht habe ich dir zu verdanken. Hier, der Ort ist deiner. Jo, dann haben wir das auch und das müsste der Kampf sein. Nein, das ist der Kopf. Okay. Du und dein Team, ihr werdet noch viele Kämpfe gemeinsam stehen und viel zusammen erleben. Ich hoffe, jedes dieser Erlebnisse wird eure Herzen stärker werden lassen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Zyda. Als Anerkennung deiner Leistung überreicht dir diese TM. Bitte schön. Und das ist die TM 42 der Geltung. So, die Attacke wird halt. Der Schaden, den dieser Attacke anrichtet, verdoppelt sich, wenn man vorher angegriffen wurde. Oder vorher angegriffen wurde. Ja. Die Kampfuniform kriegen wir auch noch nebenbei. Ja, die Kampfuniform hast du dir wirklich verdient. Nur weiter so. Gut. Dann haben wir das auch geschafft. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's in den Wirrscheinwald.